Ja, da ist Kaipe A, den wir die letzten paar Duelle ziemlich gefarmt haben, muss man dazu sagen. Mal gucken, ob er sich einmal nochmal wehren möchte. Oh ja, Miss Sunset hat Chip Damage genommen. Ah, Pot of Greed, ich weiß nicht, was er macht, aber wir haben ihn gezogen. Und Delinquent Duo, ja. Immer schön zu sehen auf Anfang an. Zack, zack. Ah, dann aktivieren wir auch noch einen Pot. Fahrt, Prematura Boreal. Fallgrube, Fisch. Fisch! Kalt A und Kalt B sein böser Zwilling, genau. Ich kann immer aufhören, Regeki immer auf Anfangshand zu haben, obwohl wir vorher extra. Keine Monster, gut. Obwohl wir vorher extra noch ein. Ist gut. Delink und Du aktiviert haben. Ich gebe und nehme. Ah, Magic Jammer. Das ist tatsächlich noch ein Monster, aber schon mal ein Opfermonster. Ist nicht so gut. Ich hätte zuerst. Können immer noch natürlich Feverduster aktivieren jetzt. So, die gegnerische Fälle komplett weg, war eine Zauberkarte verdeckt, okay. Und dann holen wir einfach unser Burial raus, ne? Für ein bisschen Geld, der einzige mit dem Monster. Lebenspunkte sind eine Währung, oder? Alles nur Ressourcen. Quaiba. Ja, Quaiba in der Tat. Aber einen ganzen Streamboss-Status gegen ein bisschen Chip-Damage ist, glaube ich, schon okay. Ist ja ein 500-HP-Streamboss, das heißt, der nächste Sub wird ihn sowieso wieder ablösen. Riesenratte. So, ich erwarte, dass er jetzt Spiegelkraft exakt getopdeckt hat. Das ist nicht wahr. Es kann doch nur Destiny Draw Cheat sein, der einfach nur nicht angezeigt wird, so wie bei Duelist of the Roses. Oh! Wir haben kein Feld mehr, keine Hand mehr, Zeit Mirror Force vom Top Deck zu nehmen. Ja, wir haben leider kein Monster, von daher müssen wir den mal mit einer Fallgrube killen. Nein! Oh! Okay, Attack Hole gezogen. Destiny Draw! Was, wenn es nicht ganz so schlimm, aber trotzdem war das jetzt ärgerlich. Menschenfresse? Okay, schon mit in der Tat. So, jetzt. Naja, wird Menschen gefressen. Tschüss, Hoshinigan. Goddammit. Axe-Rider, juhu, ein Monster. Go, Axe-Rider! Wir hätten schon 1800 Punkte mehr Schaden haben können, aber egal. Go, Axe-Rider. Sehr gut. Eine Karte, die nicht gespielt werden konnte. Wahrscheinlich ein weißer Drache oder so. Aha! Aha! So, jetzt wird's lustig. Monster Reborn. Was haben wir denn überhaupt so im Friedhof? Blue Eyes White Dragon. Wie sich das gehört. So. Quaiba. Verlierst du mal wieder gegen dein eigenes Monster, wa? Nicht ungewöhnlich. Oh Gott, jetzt kommt Camel und schmeißt auch mit einem Bit um sich. Hey Camel! You win! Es ist unmöglich für mich, dich zu besiegen, trotz dieses Decks. Warum? Du kannst überhaupt nicht stärker sein als ich. Ja, glaubst du, Kaiba. Snatch Steal! Heute mal wieder die Yu-Gi-Oh! Weekly! Du öffnest die Seiten und erhältst völligen Unsinn!
Yeah, es gibt neue Duellanten. Schau sie dir mal mit L und R an. Alles klar, wir haben es geschafft. Wir haben die letzten 5 Duellanten dieses Spiels freigeschaltet. Mit anderen Worten, damit ist es confirmed. Heute ist in der Tat das Finale und die finale Episode von Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul. Komm mal, was wolle. So, Achtung. Die finalen 5, die wir zu herausfordern haben, sind... Trommelwirbel. Oh, nicht mal 5. Und Maximilian Pegasus, Unknown, Dual Computer und Unknown. Okay. Hä? Ich bin Duellcomputer. Mein Systemdesigner ist Seto. Kann ja nur schrecklich sein. Deckstruktur komplett. Mein Deck wurde gegen deins für optimale Performance ausgelegt. Bin bereit, sich zu vermöbeln. Cool. Muss was machen, um sie zu anlocken, ja offensichtlich. Vielleicht ist es doch nicht das Finale, wa? Ich habe keine Ahnung, was man machen muss, um sie zu anlocken. Vielleicht müssen wir auch nur die anderen ein paar Mal besiegen. Unser Gegner hat am Anfang und hat Delinquentur, das ist mega unfair. Oh gut, wir haben 2 Mal Graceful Charity. Das ist fies. Tun wir mal unseren Central weg. Graveyard Servant. Zerstörer, okay. Der Traumklammer, dann aktivieren wir doch mal Graceful Charity. Unser eigenes Delinquent-Duo. System, Mirror Force. Traumklammer kommt weg. Boah, das ist. Wir brauchen MST wahrscheinlich. Spielkraft abzuwerfen tut weh, aber wir brauchen die anderen gar. Nochmal Girls for Charity. Haben wir schon eher was, was wir abwerfen können. Okay, MST. Guck mal nach, was wir tun müssen, aber verrat's mir nicht, außer es ist irgendwie eine total spezifische Voraussetzung. Wenn die Voraussetzung einfach nur ist, dass wir die Duellanten-Gegner, die wir schon haben, x-mal besiegen müssen, dann brauchst du es mir nicht mitzuteilen. Wenn das irgendwie eine Voraussetzung ist, die ich so nicht erfüllen werde, ohne dass wir noch 8 weitere Streams haben, bis ich es zufällig finde, dann verrat's mir kurz. Ja, Warsi, dann versuchen wir dein Glück. Ich glaube, es ist gleich ein Sunset. Nein, meine. Cyberjar, ja, scheint wirklich ein Deckzerstörer-Deck zu sein, herrlich. Alpha Soldier, ST, Heavy Storm. Ich spiele lieber im Angriffsmodus, weil es wirklich ein Deckzerstörer ist, dann will ich keinen eigenen Cyberjar aktivieren müssen. Meterbug, Servant, Snapsteel, Gym in Elfen, das ist ungemütlich. Schuster unlock, na. Hey Kevin, na wenn's. Tja. Das war kacke, aber dann greifen wir das Viech dann mal an. The Man Eater Bug. Wen wird The Man Eater Bug nur Man eaten? Den Darkfire Soldier, wer hätt's gedacht? Ja, insgesamt irgendwie alles jetzt ein bisschen doof, ne? Aber okay, complete the turn. Ich muss haben wir einen Heavy Storm für seine nervigen Viecher. Aktiviert nichts davon? Okay. Weird. Das Blöde ist, dass er einen Schnappstall hat und das weiß ich. Hm. Wir können ihn nämlich stehlen. Ja, da folge ich meine 4. 999-Story abgeschlossen. Suche weiter nach dem guten Ende. Ist Junpei wieder gestorben, ja?
XT und dann Jensen wir halt. Ja. Butterflies. Oh, Togge. Vergessen, wie viele Enden das Spiel hat. Ja, ich weiß es auch nicht. Nee, passt schon. Jesus Christ. Drei Karten pro Angriff abwerfen. Warum aktiviert er den Schnappstein nicht? Was ist kaputt mit der KI? Wie viele Deckkarten haben wir noch? 20. Okay, kann ich trotzdem angreifen. Und hat mir gerade eine Axt in den Körper gerammt. Nice. Ich bin fast schon beeindruckt, dass das Spiel... Besonders hat 12,95 € gespendet. Ja, vielleicht werde ich tatsächlich irgendwann herausfinden, was Topf der hier tut. Beziehungsweise Pot of Greed. Vielen Dank. Ja, Jinzo. Direkter Angriff. Ja, es... Hast du Miss Sunset natürlich gekillt, während sie gerade nicht hinguckt. Aber damit haben wir mal wieder einen Streamboss mit ein paar HP, schätze ich. 3400 noch was. Ja, da haben wir mal wieder einen Streamboss mit ein paar HP, der auch ein bisschen was aushält. Jimmy öffnet Angriffsmodus. Und zwei Bits. Tondra Chip dahin. Okay. Soweit egal. Sag mal, was hat der denn dagegen, seinen Schnappstahl zu aktivieren? Was ist kaputt mit dieser KI? Versteht er nicht, was Schnappstahl macht, oder wie? Wir machen jetzt meine MST erstmal auf die Verdeckte da. War tatsächlich eine Falle. Ne. Premature Boreal. Cannon Soldier! Und X-Raider! Wer weiß schon, was man auf der Karte zu lesen bekommt. Ja, wer weiß. Wird eine Weile dauern, bis die Karte bei mir ist, aber dann werde ich mal versuchen, die Hieroglyphen zu entziffern. Bom, bom, bom. Er braucht schon ein Deck. Wenn man einfach gewinnen kann. Schwump. You win! So, du kannst spielen und try to unlock den Rest. Ah ja. Duell abgeschlossen. Kampfaufzeichnung indizieren, dass du gewonnen hast. Inakzeptabel. Werde dich beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, vermöbeln. Hab einen schönen Tag. Irgendjemand hatte verdammt viel Spaß, den Text von diesem Roboter zu schreiben. Das ist eine Thrashing Machine. Ich bin mir fast sicher, Deltarune hat's aus diesem Spiel geklaut. Ich hätte gerne fotografische Beweise der Existenz des Kartentexts. Ich werde gucken, ob ich den liefern kann. Hier haben wir noch Maximilian Pegasus. Was ne Musik. Ach du Schande. Schön, dich zu treffen. Ich bin mir sicher, dass du von mir gehört hast. Das ist richtig. Ich bin der Duellant der Duellanten. Der Meister der Meister. Maximilian Pegasus ist der Name. Und duellieren ist mein Spiel. Ich kann gar nicht abwarten, dir mein Zeug zu zeigen. Du kannst dein Zeug behalten, Pegasus. Keine Zauberkarten, für ihn war gar nicht so gut. Jinzo. Rufus. Cyberstein, Chaser. Okay, Murphos, Seven Colored Fish. Bin mal gespannt, ob er ernsthaft das Seriendeckard und Toons spielt. Wenn er Toons spielt, dann ist er ja sowieso von Grund auf schon ein Scherz. In der Generation hier sind Toons ja so ziemlich das Schlimmste überhaupt. Gar nichts mehr als Zauberfallen, das ist schon mal gut für uns.
In diesem Falle mögen wir einfach einen Cyberstein aktivieren. Jawohl. Blue Eyes Ultimate Dragon. Na dann, volle Breitseite. Ich schätze mal nicht, dass er Kuriba hat, aber trotzdem volle Breitseite. Cybersternattacke. Blue Eyes Attacke. Meister Mitscher. Wenn man aus Versehen Joeys Dialog verwechselt, klingt ein bisschen Sonne. Merkwürdiger Dialekt von Pegasus. Pot of Greed? Oh, eine Hieroglyphenkarte. Okay. Es kann gut sein, dass Pot of Greed einen automatisch ein schwarzes Loch ziehen lässt. Sah halt ein bisschen danach aus. Schwerter. Das ist ekelhaft. Seven Color Fish. Kannst du den Kalender im Spiel zeigen? Ja, kann ich ja gleich zeigen. Barrier. So, ärgerlicherweise haben wir da hinten jetzt ein Schwerterding. Ich hoffe, er kann Opfermonster tun. Dass das ein illegaler Move ist. Warum geht das? Nein! Meine Gedankenlesefähigkeit hat's nicht gebracht. Ich kann nicht sehen, was du denkst. Okay, was tust du eigentlich? Ich weiß es nicht. Oh, warte, du wolltest den Kalender sehen. Der Kalender sagt uns, wir haben den 6. April. Das sagt der Kalender. Puh. Das war... Puh. Überprüfe Duellaufzeichnung, isoliere Duellstrategien, restrukturiere mein Deck. Bereit. Duellalgorithmus wird abgedatet. Bereite dich auf das nächste Match vor. Sure. Soweit noch zum Unlock. Was müssen wir denn machen zum Unlock? Ach, Scheine, was ist das? Ach du Scheine, was ist das denn für eine Hand? Link von Duo, Grace for Charity, Grace for Charity, okay. Das ist gut. Was mit der Link von Duo? Flup. Grace for Charity. Gewinne ein Turnier im November. Ach du Schande. Grace for Charity. Reserved as a part of a chain. Crystal zum Unlocken. Alle Karten haben oder den Unlock-Gegner besiegen. Wer ist denn der Unlock-Gegner? Der für den November. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was bedeutet den Unlock-Gegner bitte besiegen? Also wenn wir ein, du meinst, wenn wir ein Turnier im November gewinnen, dann müssen wir den freigeschalteten Gegner einmal besiegen, oder was? Um True Style freizuschalten. Ja, okay. Verstehe. Ha ha.
Pegasus Galaxy Brand Move. Silberstein. Magician of Faith ist nice. Nice. Dann spielen wir noch den Magician of Faith. Setzen MST. Bin ich erstmal glücklich, ja. Oh. MST zerstört MST, oh nein. Und Darkhold, man kann es übertreiben. Da war nur Magician of Faith, man. Und Monster Reborn für die Dunams. Mhm. Gut, dass wir keinen Sanger oder so weit abgeschmissen haben. Mhm. Axt der Verzweiflung, okay. Ja, dann hauen wir doch mal ordentlich rein. Ja, damit. Wenn du keine Monster hast, dann schnapp ich mir die Monster. Weiß jemand, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, die Tage fortschreiten zu lassen, ohne dass wir ein Duell dafür machen müssen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie viele MSTs? Du nimmst es auf seiner Seite, okay. Wenn da noch so eine Axt, dann will ich jetzt die Axt. Zack, Axt. Ohne Axt geht nicht. Battleface. Ja, ist ein bisschen schade mit dem Unlock. Also wenn wir keine Möglichkeit finden sollten, und ich befürchte mal, wir finden keine Möglichkeit, in den November vorzuschreiten, dann schätze ich mal, werden wir das hier nicht 100% durchspielen. Zugegebenermaßen spielen wir viele von den Yu-Gi-Oh! Spielen im Stream nicht 100% durch. Hm. Schätze ich das Gears. Und hat er Spielkraft getoppt, Dex? Natürlich hat er Spielkraft getoppt. Was hätte es auch sonst sein sollen? Lächerlich zu denken, dass er nicht Spielkraft toppt, Dex. Lächerlich zu denken. Da. Hey, Miss Sunset. Ich muss dir leider mitteilen, dass The Zod dich als Streamboss abgelöst hat. Es tut mir leid. Es war aber kein einfacher Sub. Also ich bin's nicht schuld. Kein Championship-Tournament im November wird nicht stattfinden. Was? Das würde ja bedeuten, es würde stattfinden. Das ist ja eine doppelte Verneinung. Mystic Tomato. Dann Giant Red Sea Snake. White Magical Hat. Ist schon gesehen. Ich war dieses Mal dabei. Dank Tondred, ja. Good guy, Tondred. Complete the turn. Boah, können wir auch genauso gut Raigeki jetzt für die Runde benutzen, ne? Warum nicht? Raigeki! Ja, wirft der Tondred wieder mit Bits. Championship Tournament im November. Wird nicht stattfinden, so ist richtig, ja. So ist richtig, ja. Mystic Tomato! Platte macht. Jupp! You win! Ohne Asche. Duell abgeschlossen. Kampfaufzeichnung indizieren, dass wir. Ach, das ist dein gleicher Text nochmal, okay. Soll ich da teile? Nö, aber Jinzo 7. Cool. Ja, wir haben erst einmal gegen Pegasus gewonnen, das geht so nicht. Ein Duell noch gegen Pegasus. Hallo! Ich habe seit dem letzten Mal herausgefunden. Was? Achso, ich habe dich seit dem letzten Mal durchblickt, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben. Dieses Mal kannst du mich auf keinen Fall besiegen. Mhm. Ich
finde es ein bisschen merkwürdig, dass die für die letzten zwei Gegner so merkwürdige Voraussetzungen haben, während alle anderen sich einfach so nacheinander freizuschalten scheinen. 53 TDF, verrat mir doch mal, was wir gemacht haben, dass wir den Duellroboter und Pegasus freigeschaltet haben. Hatten die auch spezielle Voraussetzungen, dass wir die freigeschaltet haben? Oder wurden die einfach freigeschaltet, weil wir so und so viele Duelle gewonnen haben? Bessere Musik wie im Zirkus, ja? Ja. Mein Blatt als Streamer, den könnt ihr haben, werft doch mit Bits um euch. Ich glaube, da müssen die mit ein bisschen mehr um sie werfen als mit ein paar Bits. Ah ja, da haben wir einen Sanger, den wir abwerfen können. Cyberstein ist ja ganz cool. Und ein bisschen riskant immer, tun wir erstmal weg. Im Anbetracht dessen, dass das da wahrscheinlich sowieso Mirror Force ist. Time Machine? Er spielt einen Sohn, Kack. Okay. Naja. Roboter war Default-Gegner. Pegasus war es fürs Besitzen von Toon World. Oh, I see. I see. Das habe ich eben so nicht verstanden als. Ich weiß, du hast es eben schon mal gesagt, aber das habe ich tatsächlich so nicht registriert, als du es ausgeschrieben hast. Ich raus, leider. Mhm. Naja, einfach nur Toon World besitzen ist natürlich eine relativ leichte Voraussetzung im Vergleich zu Ewigkeiten spielen. Hm. Wir könnten ihn einfach schnappen. Ja, wir schnappen ihn einfach. Und andere Karten für den anderen besitzen, kann man die eventuell per Code holen. Der 53, der hat gerade schon die Voraussetzung gecheckt, man muss alle Karten besitzen, um einen freizuschalten. Und für den anderen muss man halt bis in den November reinspielen. Und das wären noch sehr viele Duelle. Gegen die gleichen Gegner immer und immer wieder. Pot of Greed! Okay, jetzt wollen wir Schnappstahl, aber killt auch sein Monster. Okay, hat auch nichts mehr zum Angreifen, auch eine Möglichkeit. Dann attackieren wir doch einfach mit der Witch of the Black Forest. Für den Fall, dass ein Menschenfresser ist, ne? Geht so eine Witch. Okay, ist ein Cyberjar, ist auch eine Möglichkeit. Das ist für die Witch of the Black Forest auch nicht so schlimm. Da, da. Next Raider. Monster Reborn, Jinzo, Nimble Momonga, Tomb Summon Skull, Relinquished, Dark Eyes Illusionist. Dann holen wir uns doch noch einen Angreifer, schätze ich. Dann haben wir einen Boss. Klingt wie, das Spiel ist fertig, aber wir müssen noch ein paar Spielstunden rausholen. Ja, ja, leider. Dann aktivieren wir unsere Schwerter. Er hatte auch einen Monster Reborn gezogen, ne? Ja, ist aber okay, ist okay. I can work with that, hoffe ich. Toon World! Jetzt geht's los. Toon Summon Skull! Und aktiviert auch Schwerter? Okay. Damit kann ich jetzt nicht mehr arbeiten. Hm. Call. Call ist theoretisch gut. Ja, spielen wir erstmal. Yep.
dann ausrechnen, wie viele Duelle bis zum November, wie viel Zeit es fassen würde. Viele und lange. Ja. Ich bin mir sicher, diese Angaben sind 100% korrekt. Das ist natürlich eine Option. Cannon Soldier! Dann behalten wir euch auch noch eine Runde. Schauen wir erstmal, was passiert. Oh! Oh! Er hat ein Opfer! Das olle Opfer. Und schnappt sie unserem Boss. Was? Das ist die dümmste Karte, die er nehmen konnte, aber. Okay. Leider hat er halt immer noch da hinten Miraforce, das ist schön. Verteidigung liegen. Okay, das. Ja. Ändert natürlich meine Pläne so ein bisschen. Komm mal rüber, du Opfer. Dann opfern wir mal das Opfer. Ja. Ich habe mich gerade mal dazu schlau gelesen. Anscheinend kann die Pegasus-Karriere auch in diesem Spiel alle verdeckten Karten und die Hand des Spielers einsehen. Versuchen die damit zu behaupten, dass das nicht absolut jede KI kann, sondern auch Pegasus-KI beschränkt ist, ja? Als ob. Bezahl deine Lebenspunkte, bezahl deine Lebenspunkte. Miraforce. Kaboom. Ja, Toons sind teuer. Selber schuld. Dann hätte ich dann Monster Reborn im Angebot. Und ich hätte dann Sänger des Donners. Angriffsmodus. Jo. Dann spielen wir mal Grace for Charity, weil wir es können. Ja. Ist nicht, was ich mir so unbedingt gewünscht hätte, aber egal. So, nein. Ich wollte nochmal eben was nachprüfen. Okay. Wir machen die langwierige Methode. Tomate! Cannon Soldier! Aktiviert seinen Effekt und opfert X-Raider! Jawohl! Cannon Soldier! Aktiviert seinen Effekt und opfert Mystic Tomato! Cannon Soldier aktiviert seinen Effekt und opfert ein Torwächterteil. Goodbye, Torwächterteil. Cannon Soldier aktiviert seinen Effekt und besiegt Pegasus. Hat hier auch jemand Kampfschaden von uns gemacht? Hat sich ganz viel Schaden mit Tomb World gemacht, dann haben wir ganz viel Schaden mit Cannon Soldier gemacht. Was alles Effektschaden? Nein! Ja, gleich hat er es gerade eben. Okay, Pegasus. War es nicht übermäßig spannend? Hey, Steel Shell ist eine seltene Karte. Ja, ich schätze, dann haben wir alle Duellanten gesehen, die wir erstmal sehen werden, ne? Wir machen mal eben eine kurze Pause. Ich guck mal eben was nach, wir sind sofort wieder da.